Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Borschke, Sie haben es wieder einmal geschafft zu beweisen, wie sehr Sie inhaltlich nicht in den Themen stecken, wie sehr Sie nicht in der Lage sind zu erfassen, was hier schon vor Jahren beschlossen worden ist, wie sehr Sie nicht in der Lage sind, die Zusammenhänge zu erkennen und wie sehr Sie nicht in der Lage sind, im Ausschuss zuzuhören. Und ich möchte auch an dieser Stelle wieder sagen, dass ich es langsam leid bin, auf so einer qualitätslosen Arbeitsweise hier mich mit auseinandersetzen zu müssen. Das ist einfach nur schade um die Zeit all meiner Kolleginnen und Kollegen, die hier wirklich fachlich fundiert arbeiten und die tatsächlich in diesem Land etwas Positives bewegen wollen. Der Minister hat es gesagt und auch Dr. Weiß hat es angesprochen, das habe ich vernommen, dass es überhaupt nicht dem widerspricht, was hier beschlossen wurde in diesem Hause vor 20 Jahren, dass es völlig normal ist, dass man Kriterien weiterentwickelt, je nachdem, wie sich Dinge eben auch verändern, aber dass es vor allen Dingen auch darum geht, der Vorbildwirkung, die eben der größte Landverpächter in Mecklenburg-Vorpommern, nämlich wir als Land, haben, einfach auch gerecht zu werden und das nicht mit dem Ziel, Landwirtschaftsbetriebe zu gängeln oder ihnen irgendetwas aufzuheißen, was man nicht als sinnvoll erachtet oder eben, wie Sie sagen, ideologisch gesteuert sozusagen, einfach willkürlich Dinge sich auszudenken, um sie zu gängeln und einer links-grün versifften Ideologie zu folgen, sondern es geht darum, die Flächen nachhaltiger, noch nachhaltiger als bisher zu bewirtschaften, mehr für den Natur- und Umweltschutz zu tun. Das ist das, was wir von jedem immer erwarten, und dann sind wir doch auch als Land Mecklenburg-Vorpommern in der Pflicht, genau das auch abzuliefern, indem wir dann die Kriterien hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern entsprechend anpassen. Frau Schlupp hat gesagt, und das hat auch Dr. Weiß gesagt, dass es eben auch darum geht, eine Ziffer im Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Man kann sich darüber streiten, ob der Zeitpunkt jetzt günstig ist oder nicht. Wir haben anderthalb Jahre vor Ende dieser Wahlperiode. Irgendwann muss man nun mal auch dahin kommen, dass man diese Kriterien dann eben nachbearbeitet und der Ziffer des Koalitionsvertrages gerecht wird. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten beide als Koalitionsfraktionen viele Punkte in diesem Musterpachtvertrag gehabt, wo wir sagen, darüber muss man noch mal reden. Frau Schlupp, Sie haben angesprochen, dass es um diese Klausel geht. Okay, was ist eigentlich, wenn Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen nicht in dem Umfang, wie wir annehmen, umgesetzt werden können und dementsprechend dann sozusagen eine Pacht gezahlt werden müsste für eine Fläche, auf der kein Verlustausgleich dann durch Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen erreicht werden kann. Wir hatten beispielsweise angesprochen, dass es eben nicht darum gehen kann, sich auf bestimmte Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zu fixieren, sondern zu sagen, alle, die zu dem Zeitpunkt sozusagen der Bewirtschaftung möglich sind, die sollen entsprechend auch durch die Betriebe genutzt werden können. Wir wollen, dass die größtmögliche Flexibilität da ist. Deswegen ist es so wichtig, dass man eben nicht sagt, ein Betrieb hat meinetwegen 5 Hektar vom Land gepachtet und auf 5% genau dieser 5 Hektar müssen die Maßnahmen gemacht werden, sondern egal wo im Betrieb soll es möglich sein, damit eben dann auch wieder geschaut werden kann, dass die Betriebe an den Stellen, wo es ökologisch sinnvoll, aber auch betriebswirtschaftlich vernünftig abbildbar ist, dann entsprechend die Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Der Minister hat gesagt, es geht auch darum, das Kriterium, was jetzt schon da ist, auch ökologisch wirtschaftende Betriebe bevorzugt wieder in die Vergabe mit einzubeziehen. Das finden wir gut. Und gleichermaßen haben wir angemerkt, dass es eben nicht sein kann, wie in der Vergangenheit, dass dann Ökobetriebe plötzlich erwachsen, um dann Grünlandflächen einfach nur zu mulchen, sondern wir wollen, dass auch Grünland vernünftig genutzt wird, dass Futter produziert wird, dass da Veredelung passiert, und hatten ebenso das Haus gebeten, in der konkreteren Erarbeitung der Vergabekriterien bzw. Bewirtschaftungskriterien zu schauen, wie kann man möglicherweise diesen Punkt mit aufnehmen, damit tatsächlich eben nicht plötzlich ein Biobetrieb, der nicht ein einziges Stück Vieh hat und keinen einzigen Ballen Heu oder kein einziges Kilo Silage von der Fläche holt, dann entsprechend den Zuschlag für Grünlandflächen kriegt und ein anderer Betrieb, der vielleicht konventionell wirtschaftet, hätte diese Flächen sehr, sehr dringend für seinen Viehbesatz gebraucht. Und was uns auch wichtig war, und das bin ich mir gar nicht sicher, ob der Minister das angesprochen hat, als ein Kriterium, ist immer wieder, haben wir in den letzten Jahren die Diskussion gehabt um Fruchtfolgen. Wir haben auch jetzt drin, dass vorrangig natürlich Betriebe herangezogen werden, die
die mehr Kulturen sozusagen als nur drei in der Fruchtfolge haben. Ich glaube, im Moment sind es 4 oder 5, die sozusagen gefordert sind, um vorrangig heranzukommen an die landeseigenen Flächen. Das war uns nicht ausreichend genug, denn wir haben auch an der Stelle erlebt, dass wir teilweise Mais nach Mais nach Mais haben, gerade an den Standorten, wo wir viele Biogasanlagen haben. Und auch da ist es wieder Vorbildwirkung und sinnvoll für dieses Land Mecklenburg-Vorpommern zu sagen, okay, man begrenzt das auf einen gewissen Zeitraum. Im Moment ist der Vorschlag maximal 3 Jahre eine gleiche Kultur und danach eben nur noch, wenn sozusagen der Antrag bewilligt wird, das wieder zu tun. Denn am Ende ist es wichtig, dass wir vielfältig auf den Flächen arbeiten, dass dadurch eben auch vielfältiges Leben möglich ist, dass der Boden gut und nachhaltig bewirtschaftet wird und dass eben nicht nur immer ein und dieselbe Kultur auf der Fläche wächst. Ich könnte jetzt mich an einer Reihe von Kriterien abarbeiten, die hier eingebracht wurden. Und am Ende frage ich mich eigentlich genau wie Frau Schlupp, warum machen wir das, wenn doch eigentlich die Hauptkritik der AfD-Fraktion nur am Verfahren war. Zumindest hat Herr Borschke sich nicht weiter inhaltlich mit den Vorschlägen auseinandergesetzt. Aber Sie können sich sicher sein, dass uns sehr wichtig ist, wie mit unseren Flächen umgegangen ist, dass uns sehr wichtig ist auch, wer auf unseren Flächen wirtschaftet, dass eben nicht, wenn ein Konzern einen Landwirtschaftsbetrieb aufkauft und nicht so sorgsam wie jemand, der einfach an seine nächste Generation das weitergeben will, wirtschaften würde oder zumindest wahrscheinlich nicht so sorgsam, dass wir dann einfach Instrumente haben wollen, um zu sagen, halt, stopp, unsere Leitlinie für eine regional gefestigte und bäuerliche Landwirtschaft ist die und an der wollen wir festhalten und dafür brauchen wir die Möglichkeit, über diese Kriterien entsprechend noch besser agieren zu können. Und wenn es am Ende dazu führt, dass auch die Kommunen und die Kirchen, von denen wir ja auch schon seit Jahren immer wieder als große Landverpächter fordern, Mensch, setzt euch damit bitte auseinander, guckt, was könnt ihr an Kriterien machen, wenn das dazu führt, dass wir da eine Sogwirkung erreichen, dann haben wir, denke ich, unsere Hausaufgaben richtig gut gemacht. Und ich bin mir sicher, dass wir viele, viele Landwirtschaftsbetriebe haben, die unsere Flächen auch weiterhin pachten wollen, die unsere Flächen weiterhin verpachten werden und die auch sehr sorgsam damit umgehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus